Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Nessus. Also, ihr seht schon, ein kleines bisschen was ist passiert. Allerdings jetzt noch nicht so viel, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. By the way, das würde ich gerne noch ein bisschen umsetzen hier. Das setzen wir so ein bisschen so in die Mitte. Geht nicht so richtig. Machen wir mal so. Wir haben einen kleinen Handwerksraum gebaut. Das sind einfach nur aus meinem Zimmer quasi die ganzen Sachen raus. Die Kisten habe ich jetzt mal noch nicht umgebaut oder umgesetzt. Was war hier? Tier wahrscheinlich. Genau, einfach nur allgemeinen Handwerksraum. Hier sollen die Tiere reinbekommen. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe nachzugucken. Ich wollte schauen, wie man Tiere fängt. Das habe ich nämlich noch nicht rausbekommen. Hier habe ich das Schlafzimmer ein bisschen vergrößert. Es sind ein paar... Ja, ich habe noch nicht die Möbel umgesetzt. Es sind ein paar Möbel drinnen gelandet. So, und eine Kiste. Genauso hier habe ich das Zimmer vergrößert. Sogar mit einem kleinen extra Waschbereich. Und ein paar Möbel sind drin gelandet. Allerdings noch nicht so viel, wie ich eigentlich wollte. Also da muss man irgendwann noch ein bisschen nachbessern. Und zu guter Letzt ist hier oben ebenfalls noch ein Raum entstanden. Ja, wie man sieht, besonders schön sind sie nicht. Ich habe sie einfach ein bisschen eingerichtet. Das war's ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich würde gerne hier das Schaf fangen. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Und ich habe auch nicht gefunden, ob man irgendwas Spezielles herstellen kann dafür. Das ist so mein Problem. Also da habe ich noch keine Ahnung, was man machen könnte. Also ich habe jetzt nicht so eine Leine oder irgendwas gefunden. Deswegen noch keine Ahnung. Wird zum Angeln verwendet. Das wollte ich googeln. Muss gestehen, habe ich vergessen. Ich hatte jetzt nicht so unglaublich viel Zeit. Und ich habe mir vor allem noch keine Gedanken gemacht, was wir jetzt eigentlich heute eigentlich machen. Wir hätten, genau, wir müssen noch die Spinnenkönigin töten. Das war im Eis hätten wir zum Beispiel eine gehabt. Und gefangen im Wasser, was, liefere ab Sandrochen. Okay, wir sollten angeln in Wüstenbiomen, okay. Wir stecken einfach mal eine Angel ein. Wir stecken mal eine Angel ein. Da könnten wir ein paar Würmer dazu gebrauchen. Die sind... Irgendwo sind die drinnen. Hier sind Würmer. Ich möchte meinen eigenen Spielsound ein bisschen runterdrehen. Gut, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das Boot und fahren mal nach oben weg. Ich glaube... Angeln, jawohl, könnte man eigentlich vom Boot aus machen. Könnte man einfach nach Norden fahren, ins Wüstenbiom. Und ich glaube, man kann vom Boot aus runter angeln. Oder wir gehen halt einfach direkt in die Eishöhle und versuchen uns mal an dem Spinnenboss. Nach Norden. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier mal. Schauen wir mal kurz. Können wir jetzt hier einfach so angeln? Ja, geht. Oh, dann angeln wir mal kurz. Schauen wir mal, ob wir den Rochen finden oder ob wir den vielleicht eher im seichteren Wasser irgendwo. Keine Ahnung. Sandrochen. Da ist er. Okay, erfüllt. Dann weg. Weg. Thunfisch, Sandro. Also wir könnten eigentlich nach unten auch wieder rausfahren. Reis nach Süden? Nee, tun wir nicht, sondern hier, wir wollen in Schneedorf. Weil ich glaube, hier im Schneedorf war das, wo gleich die Spinnen direkt am Eingang waren. So. Heute noch ein bisschen neues Headset, beziehungsweise eigentlich, ich habe ja zwei Headsets und ich habe mein Razer weg und habe dafür meine Biodynamics dran. Theoretisch wegen Shooter spielen, also Tarkov spielen, aber ich habe jetzt gesagt, ich lasse den Sound mal allgemein so, weil ich die Biodynamics besser finde. Noch jetzt ist alles für mich gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber interessiert euch eigentlich eh nicht. So, dann weiter geht's hier mal in die Höhle runter. Schau mal, ob ich richtig lag, dass das hier war. Ah, und größere Anbaufelder bräuchten wir auch, ja. War korrekt von mir. Und hier sind dann nämlich auch... warum habe ich denn keine Fackeln?
Was habe ich mit meinen Fackeln gemacht? Ah, ich hatte hier das letzte Mal ein Loch und da habe ich mich gewundert. Ich glaube, das war irgendein Tod. Da habe ich mich noch gewundert. Wo sind denn... was war denn da drinnen? Das waren die Fackeln. Eieieiei. 30. 13. Könnte man eigentlich auch ausprobieren. Au. Oh. Die sind stark. Okay, dann hauen wir uns jetzt einfach mal mit der Spinnenkönigin hier. Wir gehen hier oben ein bisschen... Oh, da ist sie. Oh, wow, 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 wow. Wie viel Leben habt ihr? 4500? Okay. Ah, ich habe keine... Das war schon mit, wir trinken diesmal Tränke, fällt mir gerade ein. Wow, wir müssen ein bisschen weg hier. Du musst sterben. Okay, Heiltrank gleich. Treffe ich die jetzt überhaupt gerade? Komm, komm, komm. Wow. Leben hat sie noch? Okay, 50%. Läuft also. Okay, wir machen hier gleich mal schnell die kleinen Spinnen kaputt machen. Was passiert hier? Ah, wenn man auf diesem Boden tritt. Oh nein, 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 oh nein. Ich muss was essen, ich muss was essen. Ich brauche einen Heiltrank. Hä, woran bin ich jetzt? Ah, ich bin durch. Oh nein, ich bin da durchgelaufen. Oh, wie dumm war das jetzt? Jetzt habe ich nur oben mein Leben gesehen und dachte mir so, nein, scheiße, hier Fackeln haben wir. Mining Card können wir dann wegtun. Das tun wir mal weg. Ah, das war jetzt dumm von mir. Es lief eigentlich richtig gut. Und dann wollte ich was essen, habe die Taste nicht gefunden. Wir waren schon auf 50%. Man könnte den Spielbereich quasi noch ein bisschen vergrößern. Eigentlich hätte ich dafür, sollte ich Bomben mitnehmen. Mal kurz alles weghacken oder wegbomben, was da unten ist. So dass man einen größeren Bereich zum Bewegen hat. Aber gut. Lassen wir einfach mal so stehen. Wir probieren es einfach nochmal und fertig. Jetzt habe ich natürlich schön einiges an Tränken verbraucht. Aber gut. Und der Sonnentrochen ist weg. Ah, den hebe ich ja gleich wieder auf. Den heben wir ja gleich wieder auf. Da kommt einer. Weg mit dir, Hund. Wir könnten uns einfach eigentlich mal ganz kurz hier irgendwo in ein Bett reinklatschen und sagen, wir wollen hier unseren Respawn haben. So, Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt haben wir einen Respawn hier. Wir gehen direkt hier runter. Ich hoffe mal, wir finden nochmal so ein Ei hier. Huch. Also hier jetzt gerade leider nicht. Hier ist nichts mehr davon. Ah! Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Heiltrank aus Versehen getrunken, aber nicht so schlimm. Ich meinte hier gerade quasi ein paar Bomben rein und hier das alles so weg. Okay, oh, Spinne. Oh. Ja, doof, dass jetzt hier tatsächlich
gerade keine Spinne mehr verfügbar ist. Keine Spinnenkönigin. Gucken uns trotzdem noch ein bisschen um hier. Da haben wir zum Beispiel Vampire. Könnten wir uns mal ganz kurz reinhacken. Oh, 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 oh. Kurz mal raus. Ja. Ich glaube, jetzt können wir looten. Jetzt können wir looten. Machen hier hinten noch eine Fackel rein. Na gut, dann gucken wir einfach mal noch mal kurz weiter, was wir hier sonst so haben. Ich meine, wir haben gar nicht allzu viele Fackeln dabei. Vielleicht ist da oben noch irgendwo. Da war noch. War das ein Friedhof? Na, hier sind nochmal Spinnen. Da ist auch schon ein Ei. Ne, ist eine Spinne. Das ist eine Spinne. Zwei sogar. So, das ist quasi. Okay, wenn man da reingeht, nicht gut, nicht gut. Dann hauen wir uns jetzt als erstes mal Essen rein. Ja, kann ich essen? Hallo, essen? Ich kann mir kein Essen gerade reinziehen. Warum? Geschenk des Vampirs 4 Angriffsgeschwindigkeit. Haben wir eh schon. Bewegungsgeschwindigkeit, aber Max Gesundheit. Tauschen wir mal aus. Okay, die legen wir nochmal an. Da ist die Spinne. Ja, hier haben wir natürlich noch weniger Platz zum Kämpfen. Das ist gerade ein bisschen bescheiden, ehrlich gesagt. Also das hier muss mal kurz alles weg. Das hauen wir mal alles kurz weg. Da oben war es, waren Vampire, okay. Dann vielleicht noch ein paar Fackeln setzen. Da ist eine Spinne. Das nehmen wir auch noch mit. Spinne. Ich bin eingesperrt, nein. So. Wir hauen uns noch mal Essen rein. Wir hauen uns die Tränke rein. Wo bist du? Wo bist du? Ja. Ja. Jetzt macht sie halt hier den Boden schon zu. Da komme ich nicht so richtig weg von ihr. Da weg, da weg, da weg, da. Können. So, bei 45% Zimmer. Ja, und hier sehe ich halt jetzt auch so wenig, gell? Wir müssen ein bisschen dahinter. Ja, 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 ja. Komm. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Ja, habe ich. Echt wenig Platz hier.
Na, okay. Nee, da fehlt mir noch ein bisschen was. Vor allen Dingen Platz. Vor allen Dingen Platz. Okay, das glaube ich wird jetzt direkt noch nix. Hey, Magier. Ich möchte vorerst hier bleiben, okay. Probieren wir es mal, Dämonenschwert. Ah, ich habe gar kein Geld, okay, schade. Da fehlt mir noch was, also in erster Linie Platz. Wir kommen wann anders wieder, und zwar wenn hier das Ei respawned ist. Und dann kommen wir mal mit ein paar Bomben und werden auf jeden Fall den Platz noch vergrößern, die Arena quasi. Weil das Eismann hat es gesehen. Oder ich hätte halt zumindest hier viel mehr ausleuchten müssen. Wenn man dann nichts mehr sieht. Also hier hätten wir jetzt noch ordentlich Platz nach unten gehabt. Aber vielleicht sollte man die Arena, wo man kämpft, einfach doch ein bisschen besser vorbereiten. Ah, hier wäre auch noch eine. Nochmal Spinnenzeug. Aber das ist ja eigentlich ist es ja ideal. Jetzt habe ich, hier einen Trank getrunken. Eigentlich ist ja eher ideal. Okay. Wir brauchen mal eben. Ich glaube, ich probiere das jetzt nochmal. Wir brauchen nur mal schnell Bomben. Und wir brauchen Fackeln. Bomben und Fackeln. Also das mit den Fackeln, dass die dann auch komplett weg waren? Oder habe ich die irgendwo in eine Kiste getan? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Nur mal gucken. Schön tuckern hier. Aber die Quest können wir abgeben. Dann schauen wir mal, welche Quest wir danach bekommen. Also wir bereiten jetzt die nächste Arena tatsächlich ein bisschen vor. Dass wir mehr ausweichen können. So, ab da runter. Wandernder Händler. Ich würde jetzt gerne die Quest mal kurz abgeben. Liefere ab Zombie-Arm. Befinden wir den bei jedem Zombie oder was? Liefere ab Zombie-Arm. Hallo Zombies, wo seid ihr? Es ist dunkel, kommt raus. Ich will mit euch spielen. Steinfall. Kommt. Zombie-Arm, geil. Ja, das war easy. Das war easy. Ich frage mich nur, was diese Siedlungsquests eigentlich bringen. Außer ein bisschen Belohnung. Aber was kriege ich jetzt dafür? 32 Münzen und ein paar Tränke, okay. Baby Schwertfisch. Schneehöhlenwasser, ja, okay, das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch hin. Aber jetzt erstmal räumen wir ein bisschen auf. Erstmal räumen wir ein bisschen auf. Wir hätten noch 20 Frostscherben. Da schauen wir mal, was wir gleich machen können. Zerfallen Boxhandschuhpistole. Ja, schau, wir haben hier 137 Eissperre. Die nehmen wir mal mit. Da könnten wir ein bisschen was werfen. So, jetzt schauen wir mal, sind hier die Fackeln drin? Hier sind keine Fackeln. Mein Dämonenschwert habe ich dafür weggetan. Das war das hier. Hier sind meine Fackeln allerdings nicht drinnen.
Schaden 200. Zerstört Objekte. Eisbombe zerstört, macht aber weniger Schaden. Wir nehmen alles mal kurz mit hier. Wir nehmen alles mal kurz mit. Da kommt das hier rein. Wir haben nur noch 190 Schuss. Da müssten wir welche herstellen. Hier nochmal. Das weg, das weg. Thunfisch tun wir auch weg. Tränke haben wir da. Das kommt weg. Die Angel kommt weg. Die ist eigentlich da rein. Ah, hier sind meine ganzen Fackeln. Da sind meine ganzen Fackeln. Und irgendwas? Da habe ich mein Dämonenschwert schon wieder weggeschmissen. Wir brauchen ein bisschen Munition, da brauchen wir Eisenbarren dafür. Eisenbarren, bitteschön. Da oben sind die. Dann haben wir wieder Munition. Kugel der Leere, das fehlt mir auch noch. An ins Dungeon müssen wir noch reingucken. Ins Dungeon müssen wir noch reingucken, okay. Und dann brauchen wir noch hier unten ist die Schmiede. Das tun wir mal raus. Das tun wir mal rein. Das tun wir mal rein. Wir haben Eisenscherben noch bekommen. Quarzlanze, Quarzhelm. Quarz, Quarz, Quarz. Okay. 9 Rüstung, 10 Angriffsgeschwindigkeit. 16 Rüstung, 5% Schaden. Okay, die ist wesentlich besser, die Quarzrüstung. Dann bauen wir die auch noch. Können wir noch irgendjemanden unsere andere Rüstung hier geben? Und Eis bauen wir anscheinend nur am normalen Amboss. Hier. Jetzt mal 26 Schaden, 31 Schaden. Also wollen wir keine Eisrüstung bauen. Weiterhin. Lass mich mal deine Ausrüstung angucken. Genau, Kupfer. Du kriegst jetzt Eisen. Und ich glaube, die Kupfer-Ding können wir hier schon gar nicht mehr brauchen. Ah, aber ich weiß, was wir machen. Wir gehen mal kurz hier an die Werkbank ran. Und zwar können wir nicht an der, sondern der hier. Ja. 10 beliebiger Scheit, ein Rüstungsstand. Das macht bestimmt Optik oder so. Den bauen wir mal schnell. Bauen wir einen Rüstungsständer und den stellen wir halt irgendjemanden ins Haus rein. Kriegst jetzt mal du hier. Da ist er. Und da können wir doch jetzt bestimmt. Ja. Da liegt auch alles Mögliche rum. Dann fahren wir jetzt nochmal nach oben, richten uns hier ein bisschen anders ein. Ja. Richten uns hier ein bisschen anders ein dann noch, so quasi auf den Kampf gleich ausgerichtet. Ist das alles da nach hinten? Mit dem kämpfen wir. So. Schneehöhlenwasser. Oh nein, ich habe die Angel gerade weg. Nein! Egal. Egal. Erstmal probieren wir jetzt die Spinne noch ein letztes Mal. Aber eigentlich von der Equipment-Stufe her
müssten wir das eigentlich locker packen können. Das ist, wenn dann, mein eigenes Unvermögen. Ne, wir machen das Ganze aber mit Bomben. Hier ist noch nichts da, nein. So, und zwar... Ja, wie viel machen wir da jetzt? Ja, ordentlich machen wir kaputt. Wie ihr seht schon, das meine ich mit Platz machen. Das meine ich mit Platz machen. Geben wir das ganze Eisen hier. Das meine ich mit Platz machen. Wir brauchen hier auf jeden Fall ein bisschen Licht. Wow. Da kommt noch eine Spinne. Komm her. Und auch noch ein Vampir. Ja, hau halt ab. Scheißteil. So, jetzt brauchen wir allerdings natürlich auch noch eine... Wir brauchen noch eine... ein Ei. Wir bräuchten auch noch ein Ei. Au. Geh mal weg hier. Hier machen wir auch noch ein bisschen Licht mal schnell. Okay, da ist noch einmal. Aber wir haben jetzt kein Eierglück. Es ist kein Ei da. So rum. Aber das ist jetzt doof. Warum haben wir denn jetzt hier kein Eierglück? Komm, wir schmeißen mal hier noch eine Bombe hin. Oder ist der hier eins? Ne. Und hier gerne noch ein bisschen abbauen. Okay, wir haben also kein Eierglück. Ja, schade. Gut, dann wissen wir, dass das zumindest jetzt gerade nicht funktioniert, aber immerhin haben wir es ein bisschen vorbereitet. Dann würde ich sagen, für die Folge war es das erstmal. In der nächsten Folge schauen wir einfach mal Richtung Dungeon nochmal, wo wir zum ersten Mal gestorben sind. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.